Freunde, CSD Report hier. Heute in dem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie man eine Airsoft-Soundmine selber zusammenbaut. Mein Buddy, der Gunny, der zeigt euch dazu mehr, wie das funktioniert. Hallo Freunde, Gunny am Start. Ich werde euch jetzt noch einmal unsere Airsoft-Soundmine im Detail zeigen. Kommt her, weiter das BSA-6. Also, es ist ein stinknormales Outdoor-Case, wasserdicht, erhältlich in diversen Airsoft-Shops, in diversen Fischereigeschäften und so weiter. Was sieht man jetzt von außen? Ich habe rechts und links meine Auslöser. In unserem Fall ein 6 mm Eisendrimmle, was aus einer aus einem Sicherungshalter gezogen wird. So schaut das aus. Was sieht man noch? Den Hauptschalter zum Scharfmachen, einen Summer, wenn sie ausgelöst ist, und ein rotes Kontrolllicht, dass derjenige, der sie aufstellt, weiß, okay, sie ist scharf. So, weiter geht's zu den Innereien. Also, ein bisschen technisch versierter wird das sehen, es ist überhaupt keine Hexerei dabei. Betrieben wird das System mit einer 9 Volt Blockbatterie. Diese gibt den Strom, wenn ich den Hauptschalter betätige, gibt den Strom weiter ans Relais. Das Relais fährt über diese zwei Sicherungshalter zum roten Lämpchen. So, schalte jetzt die Mine, wird jetzt dann natürlich eine Sicherung entfernt, rechts oder links, wird der Strom weitergeleitet vom Relais auf den Summer und somit ist sie ausgelöst. Überhaupt keine Hexerei. So, das war's von meiner Seite. Ich gebe jetzt wieder weiter und skip. Man sieht sich. So, das waren jetzt die Daten, der Aufbau der Soundmine von unserem Gunny. Ich sage euch jetzt nur noch, beziehungsweise zeige euch die verschiedenen Varianten, was man mit ein bisschen Fantasie zusammenstellen kann. Wie ihr jetzt im ganzen Video schon gesehen habt, die westliche Variante, die kleine Variante für die Spezialeinheiten, was man hat, kann man auf jetzt spielen, super verstauen, bla bla bla. Und jetzt zeige ich euch noch die östliche Variante von der Soundmine, was es geben kann, wenn die Fantasie mitspielt, ist eine Kanister-Soundmine. Der Prinzip von Aufbau ist komplett gleich wie bei der kleinen. Ihr habt es natürlich, je nachdem wie viel ihr wollt, Auslöser drauf. Ihr könnt ein riesiges Gebiet abspannen damit. Das heißt, ihr habt viel mehr Möglichkeiten als wie mit der kleinen. Und da noch unseren Riesen im Sortiment. Hat 20 Kilo die Soundmine, heißt für einen Spieler ein bisschen zuppen, ein bisschen tragen. Dafür natürlich 6 Auslöser in alle Richtungen verteilbar. Das sind unsere Soundminen, das ist das Video dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da auf dem Video, lasst ein Abo auf dem Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Schauen. Ciao.